Hallo meine Hübschen, willkommen zu einem First Impressions Video. Ich werde euch einige Sachen vorstellen, die ich neulich bei Müller gekauft habe und noch zwei andere Sachen. Wir beginnen erstmal mit dem Balea Gesichtswasser und Puder 2 in einem. Da habe ich bei Instagram ganz, ganz viele gespaltene Meinungen gehört. Zum einen hieß es, sie hatten dann irgendwie weiße Streifen oder Flecken im Gesicht. Die anderen sagten, das ist der Wahnsinn. Andere sagten, der Geruch ist gar nicht toll. Aber es riecht eben nach Himbeer. Und ja, das weiß man ja irgendwie eigentlich schon vorher. Man kann ja drin riechen. Irgendwie ist der Verschluss schon kaputt. Das ist natürlich jetzt auch der Hammer. Naja, wir beginnen auf jeden Fall erstmal mit dem Gesichtswasser. Und ja, ich bin gerade frisch aus der Dusche. Und gestern habe ich mein Gesicht einfach nur mit dem Abschminktuch abgeschminkt. Ja, ich nehme mir jetzt hier einfach mal ein Wattepad und werde hier mein Gesichtswasser aufgeben. Und werde damit jetzt mein Gesicht reinigen. Also ihr könnt sehen, mein Gesicht ist jetzt gerade total unbehandelt, sage ich mal. Es glänzt auch ein kleines bisschen. Man kann jetzt einfach mal gucken, wie sich so dieses Gesichtswasserpuder-Dingens macht. So, Seite Nummer 1. Ich nehme ein zweites Wattepad. Ja, man macht das halt einfach hier so drauf, ne? Kennt ihr euch ja bestimmt mit aus. Und dann gehe ich auf die andere Seite. Ich habe eben diese roten Stellen hier auf den Wangen, wenn ich ungeschminkt bin. Die mich auch sehr stören, aber was soll ich tun? Naja. So, das wäre erstmal das Puder. So, und da bin ich wieder. Ich komme jetzt mal ein kleines bisschen näher. Vielleicht könnt ihr dann meine Haut etwas besser betrachten. Weiße Flecken kann ich jetzt nicht feststellen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Die Ohrringe habe ich übrigens von der Eileen zum Geburtstag bekommen. Eileen Coco, schreibe ich mal hier hin bei Instagram. Super tolles Mädchen. Liebe Grüße an dich an dieser Stelle. Mattieren tut es alle, tatsächlich. Gefällt mir so eigentlich ganz gut. Das Hautgefühl, es fühlt sich sehr sauber an. Es ist so, man stoppt so auf der Haut. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Ja, wie gesagt, weiße Flecken. Fehlanzeige. Aber ist ja gut. Jo. Das soweit zu diesem Balea-Puder. Wie gesagt, erster Eindruck. Vielleicht entwickelt sich das noch und ich habe nachher überall weiße Stellen im Gesicht. Who knows? Aber erstmal gar nicht schlecht. Als zweites habe ich neu dieses Shiseido-Puder, das hat mir meine Mama ja geschickt, hatte ich bei Instagram gepostet. Und zwar ist das die Farbe Dark Beige und das ist das Shiseido UV Protective Compact Foundation. Ach, eine Foundation ist das sogar. Mit Lichtschutzfaktor 30. Wenn ihr das aufmacht, kommt das so mit einem Schwämmchen. Und wenn ihr das dann nochmal aufklappt, habt ihr hier einen Spiegel und eben das Puder. Und das werde ich jetzt einfach mal auftragen. Vielleicht ist euch aufgefallen, ich habe meine Augenbrauen gerade eben schon gemacht. Nehmen werde ich dafür mein Catrice Kabuki und die Farbabgabe ist nicht so groß bei diesem Puder. Sieht jetzt vielleicht ein bisschen viel aus, aber im Großen und Ganzen hat das keine starke Deckkraft. Es ist eben einfach eine Nuance dunkler als das, was ich sonst immer habe. Ach, guckt mal, ich habe vergessen, hier eine Creme aufzutragen. Egal, dann bleibt das eben heute mal aus. Ich hatte ja immer das Problem, dass ich meinen Puder nur im Winter verwenden konnte, weil es mir sonst einfach zu hell war. Und ich glaube, dass diese Nuance ganz gut passt. Vor allem hier an der Nase möchte ich es matt haben. Ja, ich pudere mich jetzt einfach mal so ein bisschen ab. Könnt jetzt vielleicht schon ein kleines Ergebnis sehen. Ja, ist eben Puder, ne? Ja, bis jetzt mag ich es ganz gern. So, dann kommen wir jetzt aber auch schon zu den Augen und dafür hole ich euch selbstverständlich näher. Als allererstes werde ich wieder meine Urban Decay Primer Potion verwenden. Ich wollte euch eigentlich auch zeigen, wie der Lidschatten, den ich gleich verwende, auf verschiedenen Bases rauskommt. Ich kann aber meine Jumbo Eye Pencils von NYX nicht finden. Ich habe keine Ahnung, wo ich die hingepackt habe. Sobald ich die aber gefunden habe, werde ich da nochmal
entweder ein kurzes Video zu drehen oder es eben bei Instagram posten. Also haltet mal die Augen danach auf, wenn euch das interessiert. So. Das hier ist übrigens dieser tolle Nagellack von Essence. Icy Fairy heißt der, so ein Topper. Und ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Das sieht eben aus wie so Galaxy Nails. Ziemlich cool. Aber darum geht es jetzt eigentlich auch nicht. Genau, soweit so gut. Das wollten wir nicht mehr sagen. Ich habe jetzt diesen wunderschönen Lidschatten aus der Feathered Fall LE von Catrice. Und zwar ist das die Farbe Peacock Tail. Ich mache ihn euch mal auf. Ja, wer mein New In Video gesehen hat, weiß, ich habe da blöderweise so reingedatscht. Das ist die Farbe und die werden wir jetzt aufs Lid aufbringen. Ich habe ein bisschen Angst, dass es viel Fallout geben wird. Wir werden mal gucken. Darum tupfe ich jetzt aber erstmal auch den Lidschatten eher auf, als dass ich ihn streiche. Ja, und da kommt ganz schön viel runter. Vielleicht sollte man ihn feucht auftragen. Das wäre mal eine Idee, aber nicht heute. So. Das haben wir schon mal. Das ist jetzt einfach nur das bewegliche Lid gewesen. Man könnte das natürlich jetzt noch mehr aufbauen, aber ich möchte jetzt erstmal das so lassen, weil ich eben die Lidfalte betonen möchte. Ich möchte eben nur diesen Lidschatten heute verwenden. Und wir machen das heute mal anders. Und zwar werde ich das eine Auge mit euch schminken, das andere dann alleine machen und wir sehen dann den kompletten Look quasi im Anschluss. Jo. So, ich nehme jetzt meinen Smoky Eyebrush von Essence und gehe auch wieder in die Farbe rein. Und ja, tupfe mir das jetzt natürlich auch erstmal wieder in die Lidfalte. Ihr wisst oder ihr seht vielleicht sogar, dass da sehr viele Glitzerpartikel sonst runter fallen. So, und jetzt verstreiche ich das doch noch ein bisschen. Es wird irgendwie sehr dunkel. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ja, es ist eigentlich Mittag, es ist Sonntag. Ich gehe mal noch ein bisschen nach vorne damit, dass es hier noch ein bisschen intensiver wird. Und ich habe gleich eine Ackerverabredung. Ja, jetzt werde ich wahrscheinlich dann so auf den Acker gehen. Und die werden sich auch denken, was ist denn mit der los? Aber ja, alles für euch, ihr Lieben. So, ich weiß nicht, hier habe ich das jetzt eben in der Lidfalte ein bisschen intensiver aufgetragen und auf dem beweglichen Lid eben relativ wenig. Und man kann auf jeden Fall sehen, wie schön man das eben aufbauen kann. Dieser Duochrome, das Duochrome Finish finde ich sehr toll. Das ist, in was für Farben changiert das? Das ist Türkis, auch ein bisschen lila. Schwer zu sagen, aber eine tolle Farbe. Das möchte ich übrigens auch nochmal mit der Farbe aus der Wet n Wild Palette, aus der Comfort Zone Palette vergleichen, also mit diesem MAC Club Dupe. Weil vielleicht sind die ja relativ ähnlich, ne? Wir gucken einfach mal. So, genau, Lidschatten haben wir aufgetragen. Ich nehme jetzt einfach hier meinen Puderpinsel und versuche hier so ein bisschen das, was runtergefallen ist, wegzumachen. Jetzt nehme ich mir meinen Blendepinsel und nicht noch eine weitere Farbe, weil ich glaube, das ist schon Farbe genug. Und gehe in mein Puder, weil das eben meine Hautfarbe ist. Ich muss halt einfach gucken und verblende das. Aber vorsichtig. Wir wollen das nur schön ausblenden. Wir wollen das nicht unbedingt noch weiter hochziehen, weil die Farbe schon recht dunkel ist. Und dann lassen wir das auch schon so. Und ja, I like it. Es ist sehr auffällig, obwohl es eben nur eine Farbe ist, sieht es trotzdem irgendwie nach mehr aus. Und ja, kann man auf jeden Fall machen. Was ich dann als nächstes benutze, ist von Catrice der Liquid Gel Eye Pencil, der so aussieht in der Farbe Dancing Queen.
Und den werde ich ein bisschen hier auf meine Wasserlinie auftragen. Ich weiß noch nicht, ob überall oder nur bis zur Mitte. Das werde ich jetzt mal einfach gucken, wie es mir am besten gefällt. Und ja, das machen wir jetzt mal. Also ich finde die Farbe super schön. Vielleicht lasse ich das schon so. Vielleicht mache ich hier auch noch ein bisschen oben. Und dann lasse ich das so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Weniger werden. Ausblenden, kann man das so sagen? Weiß ich jetzt nicht. Ja. So mache ich das einfach und so lasse ich das jetzt auch. Ich mache jetzt eben noch mein zweites Auge und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das hätten wir. Ich werde jetzt einmal meine Wimper noch biegen. Ich habe nämlich dran gedacht, Leute. Und der ist jetzt auch schon relativ warm. Und dann werde ich wie immer die Isle of Extreme Mascara von Essence benutzen. Werde das eben tun. Muss leider meine Kamera kurz aufladen, weil der Akku gleich leer ist. Ja, ich weiß, ich hätte vielleicht mal früher dran denken können. Und dann machen wir mit dem Rest des Gesichts weiter. Also, bis gleich. So, für euch ist eine Sekunde vergangen. Für mich etwas mehr Zeit. Ich habe die Augen jetzt fertig gemacht. Dafür hole ich euch natürlich noch mal näher. Also, der Lidschatten, bam. Wirklich, ich finde ihn unglaublich toll. Gerade weil er eben dieses Duo-Finish hat. Und der Kajal, der kann sich auch sehen lassen, ne? Ich habe meine Wimpern jetzt auch schon getuscht. Die Augen sind also somit fertig. Darum hole ich euch jetzt wieder zurück. So. Und wir werden als nächstes von Essence das So Blush Cream to Powder Blush benutzen. In der Farbe Everything is Better in Pink. Ja, ich mache es mal auf. Okay. Und das sieht so aus. Ihr seht, ich habe schon reingetatscht. Ich habe euch ja das geswatcht gehabt und ja, desinfiziert hatte ich es auch. Ja. Ich trage das mit den Fingern auf. Das heißt, ich gehe einfach mal rein mit meinem Finger. Und dann trage ich mir das auf die Wangen auf. Bäm. Und verteile mir das. Boah, ich habe ein bisschen zu viel erwischt. Das sehe ich jetzt schon. Aber vielleicht könnt ihr das ja dann mal in der Kamera sehen. Das wäre ja wirklich toll. Ja. Ach, die Ohrringe sind so schön. Nochmal vielen Dank, Eileen. Wirklich. Ja. Auf der anderen Seite, das reicht einmal reintatschen auf jeden Fall, weil die Farbabgabe der Burner ist. Ich nehme jetzt doch nochmal den Kabuki und versuche das ein bisschen so besser zu verteilen damit. Und da ist jetzt noch ein bisschen Puder dran, das ist auch gar nicht schlecht. Dann können wir das ein bisschen besser einblenden. So. Und was wir jetzt natürlich noch verwenden, ist Lippenstift. Und da werde ich diesen dünnen Lippenstift hier nehmen von Catrice aus der Cheeks and Tweet LE. Chick in Tweet LA. Yes. In der Farbe Pret Chick. Und ich hatte euch ja damals schon gesagt, dass das eben so ein Braunton ist. Und ich glaube, dass das ein Your Lips But Better Ton für mich quasi ist. Ich werde den mal eben auftragen. Und ja, ist es. Es ist perfekt für mich. Natürlich sieht man, dass ich was auf den Lippen habe, aber es ist nicht so aufdringlich. Was natürlich gerade mit den Augen super ist. Ich komme mal etwas näher. Das ist der Lippenstift. Wie gesagt, schöne Farbe und absolut alltagstauglich. Gefällt mir richtig gut. Und ja, der Look ist fertig, Leute. Unglaublich, oder? Also das ging jetzt wirklich schnell. Einfach, wo ist der Deckel da? Einfach dadurch, dass wir nur einen Lidschatten aufgetragen haben. Und mir gefällt der Look wirklich gut. Ich glaube, ich würde ihn eher abends tragen, weil die Augen doch schon sehr dunkel sind. Gerade für die Arbeit würde ich jetzt so nicht mich schminken, weil, weiß ich nicht, es ist die Arbeit. Aber ja, gefällt mir gut. Also absolute Empfehlung bis jetzt alles. Zu dem Puder, Gesichtswasserteil muss ich eben einfach noch gucken. Ich gucke mir das nochmal an, aber ich glaube, ich habe keine weißen Stellen oder sowas im Gesicht. Nee, kann ich jetzt irgendwie überhaupt nicht bestätigen. Ja, wie gefällt euch der Look? Ich hoffe auch, dass euch diese First Impressions-Reihe gut gefällt. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ja,
Demnach wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende, beziehungsweise Restwochenende, beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich es heute oder morgen hochlade. Ja. Entweder wünsche ich euch einen wunderschönen Start in die Woche oder ein tolles Restwochenende. So, da sind wir auf der sicheren Seite. Irgendwie habe ich heute ein bisschen kleinen Sprachfehler. So, jetzt reicht's. Wir beenden dieses Video an dieser Stelle, weil sonst nur noch Quatsch aus meinem Mund kommt. Und ich sage euch vielen Dank fürs Zugucken. Und wir sehen uns ganz bald wieder und bis bald. Tschüss!